Hallo und zusammen, ich grüße Sie auch, ich grüße in die Runde ganz herzlich. Herzlich willkommen zur Themenwoche der Deutschen Schulakademie mit dem Titel Digitale Schule, auf den Kulturwandel kommt es an. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon gestern bei der Begrüßung schon etwas erfahren. Vielleicht haben Sie auch schon den Morgenkreis, die neue Radiosendung, moderiert von Jöran Musmeeholz, mitbekommen. Wenn nicht, es wartet ein Potpourri, ein wunderbares, buntes Programm in dieser Woche auf Sie. Wir sind Teil dessen und freuen uns sehr, mit Ihnen zusammen das erste Webinar gestalten zu können. Zur Frage, wir haben immer so Oberfragen, ja, zur Frage mit digitalen Medien Produkte erstellen und das in der Grundschule. Wie gelingt das denn nun eigentlich? Man redet also viel über Tools oder auch Konzepte und so weiter und wir gehen, sagen wir mal, mehr in die medienpraktischen, die medienhandelnde Richtung hier mit. Darauf freue ich mich persönlich sehr. Mein Name ist Christine Nahr. Ich darf zusammen mit Sandra Wille, die ich kurz begrüße in der Runde hier. Hallo Sandra, schön, dass du da bist von der Deutschen Schulakademie. Gemeinsam dieses Webinar begrüßen. Sie begrüßen. Genau. Hallo in die Runde. Hallo. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, damit nicht jeder einer oder eine alles machen muss. Deswegen haben wir geballte Woman und Manpower hier. Ich darf durchmoderieren. Sandra Wille wird vor allem den Chat im Blick haben und da auch auf mögliche Schwierigkeiten eingehen können und so weiter. Und wir haben, und das möchte ich jetzt gleich an der Stelle sagen, wir haben ein Webinar zusammengestellt, in dem Macherinnen und Macher zusammengekommen sind. Das kann ich jetzt an der Stelle schon mal verraten. Und ich möchte Sie gerne mit auf die Bühne heben. Jetzt schon, das ist Alexander Czolin. Wo bist du, Alex? Kommst du zu uns? Genau. Und der als Referent mit zur Verfügung steht und uns dabei, da ist er, hallo. Und wir haben Michael Redmann und Heike Draber dabei von der Grundschule Süteresch, die auch aus ihrer medienpraktischen Erfahrung ganz konkreter Natur erzählen. Da haben wir sie, die drei, die ich später vorstellen darf, aber hier schon mal kurz, dass Sie sehen, mit wem Sie es hier gleich die nächste gut 75 Minuten zu tun haben werden. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass es so wunderbar funktioniert. Dankeschön. Zum Organisatorischen erstmal, wie das jetzt hier abläuft. Ich möchte Ihnen einige Hinweise geben. Sie haben es vielleicht schon gesehen, wir zeichnen das Ganze für die Ewigkeit auf. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ganz viel im Nachgang nochmal geschaut wird, im Nachgang nochmal sich angeschaut wird. Leute dann doch nicht sich die Zeit nehmen konnten aus unterschiedlichen Gründen. Uns ist ja allen nicht langweilig. Insofern danken wir sehr, dass wir die Möglichkeit haben, aufzuzeichnen. Was aufgezeichnet wird, ist tatsächlich das größere Bild. Es wird nicht der Chat aufgezeichnet, es wird auch keine einzelne Person, die Sie jetzt nicht wollen, möglicherweise oder so, oder die jetzt auch vielleicht Ihre Kamera eingestellt wird, das wird auch nicht aufgezeichnet. Daher, nur das für Sie als Impuls zu setzen, dass Sie davon erfahren. Also nur die Leute, die im Bild sind, die also im Spotlight sind, nennt man das so. Wir haben relativ viel über Mentimeter an Beteiligungsformen für Sie geplant. Insofern freuen wir uns enorm über die hohe Teilnehmerzahl und wir freuen uns, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, dass Sie auch zu Ihren Fragen, auch zu Ihren Antworten möglicherweise hoffentlich kommen werden. Insofern das schon mal vorweg. Wenn Sie Mentimeter parallel nutzen wollen, würde ich Sie bitten, vielleicht sich ein Handy bereitzuhalten, ein Smartphone, ein internetfähiges Gerät oder ein Tablet oder auch vielleicht über den Browser Ihrer Wahl, das schon mal ein bisschen zu gucken, dass Sie da auch das in die Browserzeile eingeben können. Wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Wir haben eine kleine Warm-up-Übung vorbereitet, ein bisschen Fragen an Sie, wer Sie eigentlich sind und so weiter. Und dann folgen zwei Impulse von drei wunderbaren Menschen, jeweils ungefähr 10 Minuten. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit Fragen und so weiter kurz in die Diskussion einzusteigen. Denn wir wollen vor allem auch, dass Sie Ihre Antworten bekommen und auch die Fragen stellen können, die im Raum sind. Und dann gibt es noch eine kleine Austauschphase in sogenannten Breakout-Räumen. Apropos Breakout-Räume. Breakout-Räume gibt die Software her, die wir nutzen. Und dort gibt es tatsächlich kleine Gruppen. Also nicht nur der große Kreis hier, sondern auch die kleinen Gruppen. Und das wollen wir ganz jetzt mal ein bisschen testen, indem wir sie zufällig,
so wird es auch später passieren, zufällig in sogenannte Breakout-Räume stecken. Das machen wir jetzt mal so ein bisschen, um warm zu werden, und ich schicke Sie gleich los. Das ist, Sie müssen in dem Sinne gar nichts tun, sondern Sie werden zufällig gebeamt. Das ist tatsächlich ein bisschen wie Magie. Und dann treffen Sie auf 4 weitere Personen, die Sie möglicherweise nicht kennen. Die Wahrscheinlichkeit lässt es gerade mal nicht so richtig zu. Vielleicht kennen Sie aber den einen oder anderen. Und ich möchte Sie sich austauschen erst einmal. Erstmal zur Frage, kann man Sie denn hören und sehen? Gerne können Sie eben halt diese Breakout-Sessions nutzen, um mit Ihrem Ton, mit Ihrem Bild zu sehen und zu hören zu sein. Das können Sie einmal damit auch in Kennenlernpraxis sozusagen testen. Und das Zweite wäre, was möchten Sie denn heute mitnehmen von diesem Webinar? Tauschen Sie sich dazu gerne aus. Ich schicke Sie jetzt für 3 Minuten in die Breakouts und dann folgt, wenn noch schon zwei Minuten rum sind, folgt eine kleine Ansage, die Sie auch zur Kenntnis nehmen können, dass dann noch eine Minute Zeit ist. Aber erstmal so viel Spaß. Dann kommen Sie zurück zu uns in den großen Hauptraum. Willkommen zurück. Ich weiß, ein kurzes Warm-up, ein kurzes Kennenlernen. Schön, dass Sie wieder da sind. Wunderbar. Super. Dann machen wir weiter. Und zwar mit einem kurzen Moment, wer ist eigentlich hier im Raum zusammengekommen? Meine Impulsgebenden, die hier sind, unsere Impulsgebenden werde ich noch kurz vorstellen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich so ein bisschen wissen, wer Sie sind und genau, Sie auch ein bisschen kennenlernen. Dafür haben wir, wie ich schon angekündigt habe, eine Mentimeter-Umfrage vorbereitet mit insgesamt 3 Fragen, das ich gerne jetzt ankündigen will. Sie können sich also jetzt vielleicht einen Browser aufmachen Ihrer Wahl, Firefox, Chrome, Edge und so weiter, und dort die Adresse menti.com eingeben und dann im Chat finden Sie den Code dazu. Also nach Aufforderung wird Ihnen dann der Code also müssen Sie den Code eingeben. Mentimeter ist so ein Umfragetool, das relativ kurzweilig und auch relativ einfach zu erstellen geht. Und da möchten wir gerne von Ihnen wissen. Erstmal natürlich die Frage, wer überhaupt da ist. Und so weiter. Und ich hole. Genau, danke schön. Da sehen wir auch in der ersten Ergebnisse schon, in welcher Funktion nehmen Sie heute teil. Als Lehrerin oder Lehrer in der Schulentwicklung, Verwaltung und so weiter. Ich warte auch gerne noch mal einen Moment, damit wir da auch so ein, dass Sie alle die Möglichkeit haben, die wollen, daran teilzunehmen an dieser Umfrage. Und dann können wir da gerne nochmal gucken, gemeinsam drauf schauen, dass die Leute teilnehmen können und so weiter. Wo Sie sich selber zuordnen. Das ist ja manchmal gar nicht so. Also Sie sind ja manchmal vielleicht in unterschiedlichen Rollen unterwegs, könnte ich mir auch vorstellen. Welche Rolle Sie heute teilnehmen, wollen wir ja wissen. Oder welche Funktion vielleicht auch. Genau. Warten wir noch mal einen kleinen Moment ab. Die Erweiterung, dass das nicht allumfassend ist. Ich kann ein bisschen auf den Chat schauen. Ich versuche, das auch mit einzubinden. Das ist nicht allumfassend. Das ist wahr. Okay. Dann lassen Sie uns mal weiterschauen auf die nächste Frage gleichzeitig. Dann können Sie auch nochmal überlegen. Genau.
Die nächste Frage ist, erst einmal, da könntest du eine Skalierung angeben. Weitergestellt wahrscheinlich. Oh. So, Ihre Erfahrung natürlich, was das Thema angeht, also was die Medienprodukte, die Erstellung von Medienprodukten an der Schule angeht, also welche Erfahrung haben Sie an der Schule dafür gemacht, also wo so, okay, also das ist viel Erfahrung, würde sich wahrscheinlich im einen Bereich bewegen und so weiter. Genau, das so mal ein bisschen ein Feld zu bekommen, einen Moment zu bekommen dafür. Genau, können wir noch mal die andere sehen? Okay, wir müssen, glaube ich, noch mal die Freigabe stoppen, damit wir da keinen Hänger haben. Genau, noch mal die Freigabe über den Bildschirm gerne. Noch einmal, bitte. Wunderbar. Und dann startet es noch mal und wir gehen gleich auf die zweite Folie, bitte. So, jetzt können wir weitermachen hier mit dem Hin und Her. Genau. Gut, also so ein schon auch Erfahrung im Raum. Das wäre jetzt so meine Bewertung, ohne sie jetzt verifiziert zu gefragt zu haben. Gut, dann gehen wir weiter auf das dritte und dann damit auch den abschließenden Part, wo Sie bitte auch kurz sagen können, welche Frage Sie heute am meisten interessiert, was Sie mitnehmen, was Sie an Frage dabei haben, sozusagen. Da warten wir auch noch mal einen Moment ab. Genau. Um das auch ein bisschen auf uns wirken zu lassen, welche Fragen im Raum sind oder auch welche Bedarfe im Raum sind. Genau. Gut. Ich sehe, welche konkreten Möglichkeiten, also konkret, praktikabel und so weiter, Impulse für die Grundschule. Wir haben natürlich hier auch nochmal, ist natürlich für uns auch wichtig oder interessant zu sehen, welche Tools werden genutzt, beziehungsweise auch den Fokus auf den Bereich der Grundschule zu legen, mit den Expertinnen hier im Raum und den Impulsgebenden und so weiter. Neue Impulse setzen oder neue Impulse bekommen, viel mehr. Vielen Dank an der Stelle, Tipps und so. Wunderbar. Dankeschön fürs erste Mitmachen an der Stelle. Ich danke Ihnen, dass Sie das an der Stelle schon mal mitgemacht haben. Und möchte ich überleiten zum ersten Impuls. Und der kommt von Alexander Tschölin. Und Alexander Tschölin ist Diplompädagoge und Referent für Bildung in der digitalisierten Welt am Erzbistum in Hamburg. Erzbistum Hamburg. Sein Impuls beschäftigt sich mit ganz konkreten Dingen, die in der Grundschule passieren können. Vielleicht dazu und vielleicht ein kleines Sneak darauf oder beziehungsweise ein kleines Vorgeschmack, was danach noch kommt, 10-minütiger Impuls von den Kolleginnen aus Süteresch zum Schulradio. Das wird sie auch noch erwarten, aber dazu später mehr. Ich leite erstmal über zu kreativ mit Spaß in die Medienproduktion zu gehen. Wie geht denn das jetzt genau, Alex? Wirst du es uns beantworten? Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß und bis später. Ja, ein Hallo von mir. Ich freue mich, das hier machen zu dürfen in so doch recht größerer Runde. Der kleine Impuls in dem Breakout Room hat gerade auch schon geholfen, mir noch einen kleinen Dreh zu geben mit meiner Präsentation, weil tatsächlich berichte ich ein bisschen aus der Vergangenheit, als noch alles schön war und wir uns in der Schule richtig gut treffen konnten. Und von daher sind viele Dinge jetzt gerade, die ich zeige, die wir vor Ort gemacht haben. Und vielleicht kriegen wir nachher nochmal die Runde auch, wie kriegen wir das auch in den Fernunterricht, weil das natürlich gerade spannend ist. Aber trotzdem bitte nicht abschrecken lassen. Also wenn es jetzt vor allem ums Produzieren geht, vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen neu denken, dass das eben ja auch nicht in der Schule passieren muss, sondern dann gerne auch woanders passieren kann.
Soll ich mir meinen Wecker stellen? Macht ihr das für mich, dass ich weiß, die 10 Minuten, ich hoffe, ich quatsche nicht zu lange, ich werde gebremst. Aber ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen durchrauschen, durch viele Bilder, durch einige Beispiele, um einfach aus meiner Sicht zu zeigen, dass man ganz viel machen kann. Und die erste wichtige Botschaft finde ich, es soll einfach auch Spaß machen. Ich bin jetzt gerade Referent für Bildung in der digitalisierten Welt und bin also für um die 20 Schulen zuständig, war aber 3 Jahre lang an der Grundschule bis Februar. Und ja, das finde ich toll, einfach auch mit den kleineren Kindern was zu machen. Da konnte man sehr bunte Dinge machen, meiner Meinung nach, ein bisschen was ausprobieren. Und da bin ich als Erdbeere, obwohl ich in Hamburg bin, aber ich komme eigentlich aus dem Süden, als wir also Fasnacht oder Fasching oder Karneval, wie auch immer, gefeiert haben. Also Spaß, finde ich, soll die Sache machen, nicht zu sehr an der Technik verzagen. Das war also gerade ich. Das ist das iPad, das ich nutze. Auch nicht mehr das Neueste, aber vieles geht damit. Im klassischen Unterricht einfach mal ganz viele Beispiele von Dingen, die man versuchen kann, einfließen zu lassen, denke ich, ohne jetzt gleich zu denken, wir machen jetzt Informatik oder was Hochkomplexes. Ich versuche, die Werkzeuge so als ja, Standard einfach unkompliziert mit reinfließen zu lassen. Und sowas ist zum Beispiel ein kleines Kennenlernen auch für die Kinder im Umgang, einfach mal auch die analoge und die digitale Welt zu verbinden. Sie sollten einen Steckbrief ausfüllen und sollten sich zusätzlich aber auch fotografieren mit dem Tablet. Und ich habe das später dann wieder zusammengebracht. Wir haben Klassiker ja eigentlich Stop-Motion-Filmchen gemacht. Und zwar das begleitend zur Musikeinheit. Der kleine Vogel zwitschert die Ente an. Was bist du denn für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst? Und da geraten beide in einen fürchterlichen Streit. Mit einem Male schleicht sich die Katze. Ich mache nicht zu lang. Also Klassiker Peter und der Wolf, Klassiker des Musikunterrichts und auch Klassiker Stop Motion. Das mal zusammengebracht. Die Kinder haben die Kulissen gebaut. Die Kinder haben den Text für mich eingesprochen. Sie haben diese Filmchen animiert in 6 Gruppen oder so. Ich habe das hinterher zusammengeschnitten und so hatten wir ein schönes Produkt. Darum soll es ja heute vor allem gehen, dass wir selber ins Machen kommen, dass die Kinder ins Machen kommen, dass wir nicht nur Dinge konsumieren und das vielleicht nur als Recherchewerkzeug oder sowas nutzen, mit dem man selber Filme anguckt, sondern wie können die Kinder selber die Geräte in der Hand haben und damit was machen. Klassische Dokumentation, finde ich, geht super. Wir haben viele Experimente gemacht im Sachunterricht und je nachdem, was man dann hat, gibt es die verschiedensten Apps, aber kann man ganz einfach mit einer Textverarbeitung machen und dann Filme aufnehmen, Bilder aufnehmen und sowas natürlich zusammenstellen, ein E-Book daraus machen, vielleicht auch ein medial umfangreicheres E-Book daraus machen mit Bild, Video und Ton. So könnte das jetzt zum Beispiel aussehen am Tablet. Das wird ein Beispielfilmchen aus der Einheit Schwimmen und Sinken. Da können also die SchülerInnen die Geräte in der Hand haben, können selber die Experimente durchführen, können damit ein kleines Portfolio aufbereiten. Und das, denke ich, sind Beispiele, da können schon einzelne Geräte reichen. Da braucht man keinen riesen Fuhrpark. Da kann man schon sehr klein anfangen und das einfach so einfließen lassen in den normalen Schulalltag. Hier war vielleicht schon ein bisschen komplexere Aufgabe im Englischunterricht, 3. Klasse oder so, sollten die Kinder eine kleine Präsentation machen, also sowas, eine Keynote oder eine PowerPoint-Präsentation. Sie sollten das Arbeitsblatt oder das Blatt im Arbeitsheft, das sie ausgefüllt hatten, sollten sie digital umsetzen. Und dann sollten sie den Text einsprechen, der ist jetzt hier drunter versteckt. Die waren dann sogar so kreativ und haben dann selber sich noch Bilder rausgesucht. Und der Arbeitsauftrag war aber so, jetzt gucken, ob das dran ist, kommt erst später. Die sollten dann am Tablet einen QR-Code abfotografieren, um dort den Arbeitsauftrag zum einen anzuschauen und auch erklärt zu bekommen, wie sie das Arbeitsergebnis, also die fertige Präsentation, auch auf unseren Schulserver wieder ablegen. Das heißt also, sie haben was in Englisch gemacht, sie haben ein digitales Produkt erstellt, die kleine Präsentation, also die Präsentation ist nur eine Folie mit Bild und Ton und haben das Ergebnis aber selbstständig zu ihrer Zeit auf unseren kleinen Schulserver, eine Netzwerkfestplatte, abgelegt. Und meiner Meinung nach ist damit, also sind ganz viele Arbeitsbereiche und Lernbereiche damit abgedeckt.
Und nach ein bisschen Übung haben die es also auch super selbstständig bekommen. Die Aufgabe war ein Wochenplan und die haben über die Zeit verteilt dann auch das gemacht. Andere Beispiele, Kahoot, einfach mal ein bisschen Eindrücke aus dem Unterricht. Andere nette App, die heißt Knietsche, mit der kann man sehr schön aus solchen Bibliotheken, die ist kostenlos vom SWR, kann man aus Hintergründen, Bildern, Objekten Bilder zusammenstellen und drunter dann in einer kleinen Textbox den eigenen Text zusammenschreiben. Also vielleicht Bericht aus dem Unterricht, Entschuldigung, aus den Ferien oder irgendwas anderes, was man zusammentragen möchte. Wirklich einfach, also überhaupt nicht technisch komplex. Jetzt auch für keine meiner KollegInnen, denen ich das dann auch angetragen habe, macht das doch mal im Deutschunterricht und so weiter. War da kein Problem. Anderes Beispiel, Texte schreiben am Tablet. Wir haben bei den Fridays for Future Demos oder zu den Demos einen Text an Frau Merkel geschrieben. Die haben selbstständig nach einer gewissen Vorlage den Brief entwickelt. Danach habe ich ihn ausgedruckt einzeln. Die haben dann noch was drauf gemalt. Ich habe es jetzt wieder eingescannt. Auch wieder ein bisschen Verbindung analog und digital. Briefe schreiben, Thema der, ich weiß nicht, dritte Klasse, glaube ich auch. Hier ist das Beispiel, wo ich also eine kleine Anleitung gemacht habe. Dann unter dem QR-Code auch nochmal zu finden, aber so hing das an der Wand. Also wie geht das, wie kannst du selbstständig vom Tablet dein Medienprodukt auf dem Server ablegen? Mit dem Ziel natürlich, dass wir das generell üben, so Dateien auszutauschen und auch, dass ich das viel einfacher habe. Ich muss nicht bereitstehen, um die Datei entgegenzunehmen, sondern wenn die alle fertig sind, gehe ich einfach in unseren geteilten Ordner und hole mir die Ergebnisse ab, beziehungsweise schaue sie mir dort an, kann Rückmeldungen geben oder was auch immer ich dann damit mache. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat oder intensiver einsteigen möchte, dann kann man natürlich auch sagen, wir fangen an mit Programmieren. Vielleicht mit Swift, das ist jetzt nicht das Allereinfachste für die Grundschule, weil es schon textbasiert ist, aber die konnten damit sehr gut arbeiten. Also tatsächlich habe ich das aber als erstes auch benutzt, weil es auch sehr schön das Spielerische hat mit diesem Charakter Byte, den man so durch seine Welt steuern muss, durch seine Befehle, mit den Befehlen. Da lernt man dann so Grundlagen, wie muss ich denken, wenn ich einem Computer sagen möchte, was er tun soll, welche Befehle muss ich ihm geben, vielleicht wie funktioniert eine Schleife, wie kann ich mir die Arbeit einfacher machen, wie sieht man Kinder bei der Arbeit. Und wenn da so ein bisschen Grundlagen geschaffen sind, dann kann man noch mehr machen. Nur so für den Show-Effekt habe ich dann auch mal eine kleine Drohne gekauft, dass man auch sieht, ach ja, guck mal, die kannst du damit steuern. Und dann haben wir die am Ende auch kurz damit fliegen lassen. Also vielleicht nach 3 Stunden oder sowas, die wir uns damit beschäftigt haben. Während man das eben macht, hat man Stunden, hat man freiere Arbeitszeiträume. Anderes Produkt dann tatsächlich, da muss man ein bisschen investieren. Lego Vidu. Aber auch das schöne Beispiel. Du machst jetzt einmal los. Und jetzt. Bildbasiert in so Programmierblöcken das zusammenstellen muss. Und hier auch sehr schön schon, da mussten die in Gruppen zusammenarbeiten. Beide hatten diese Sonde Milo. Beide Gruppen die Sonde Milo gebaut. Und da war dann schon eine fortgeschrittene Aufgabe. Wie können wir den zusammenlaufen oder fahren lassen, weil die Pflanze, die sie auf einem anderen Planeten gefunden haben, zu schwer für einen ist. Calliope, wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, mal ein Zeichen. Jetzt mache ich weiter. Das hat man sicher auch schon gehört und gesehen. Das ist ein Beispiel für seine Pflanzenkontrollstation. Der Calliope misst die Temperatur, die Umgebungstemperatur. Er misst durch die Krokodilklemmen die Leitfähigkeit der Erde, die da in dem, also da wäre jetzt eigentlich eine Pflanze drin. Und er ist jetzt ganz traurig, weil die Erde ist zu trocken, also müssen wir sie gießen. Das ist hier in es. Und dann ist es jetzt nass. Das Gießen habe ich übersprungen und dann ist er glücklich. Also sowas kann man programmieren und noch vieles mehr, um einfach ein grundsätzliches Verständnis zu bekommen, wie man das solche Dinge auch selber kontrollieren kann, nutzen kann für eigene Zwecke. Im Nachmittagsbereich, wobei das muss man nicht so trennen, aber in meinem Fall war das dann so, dass ich nochmal nach was kreativerem Verein gesucht habe, dann auch nur für einzelne interessierte Kinder. Und da habe ich einen befreundeten Art Director, der Lust hatte, auch ein bisschen was mit Medien und Kindern zu machen. Und der macht viel solche Animationsgeschichten. Die App heißt Tag Tool und mit der haben wir
verschiedene kreative Sachen einfach nachmittags entwickelt. Das eigentliche Ziel war aber für unsere St. Martins-Veranstaltung, eine Projektion ans Schulgebäude zu machen. Und da sieht man jetzt das Ergebnis, also die Kinder, verschiedene Kinder haben ganz viele Animationen entwickelt, mit der Unterstützung von meinen Bekannten und mir. Und ja, so war das dann. Da sieht man den Spielmannszug und alle stehen da. Und leider ging es schon fast zu schnell los mit dem Spielmannszug. Wir hätten gerne noch länger geguckt, wie wir das an die Schule projiziert haben. So ähnlich sah das dann aus. Also alles, der hatte das dann zusammengebaut, aber einzelne Animationen von den Kindern. Zusammenarbeit im Kollegium wollte ich nicht vergessen. Also das alles ist natürlich nicht nur, wir machen das jetzt im Unterricht, sondern wir brauchen ja generell eine Haltung, ist ja sowieso immer ein wichtiger Begriff. Wir müssen es selbstverständlicher werden lassen, dass wir auch untereinander zusammenarbeiten, dass wir eben eine Dateiablage haben, eine digitale, dass wir klar haben, Protokolle oder so legen wir da ab, dass wir eine gemeinsame Unterrichtsvorbereitung machen, damit wir das einfach auch üben. Wie kann man ganz selbstverständlich diese Werkzeuge einsetzen? Im Fernunterricht, Mini-Beispiel nur, das hatte ich mir ausgedacht. Und zwar haben wir einen Online-Chor, habe ich angeregt. Wir hatten immer nett gesungen natürlich zusammen. Und als wir das nicht mehr konnten, nicht mehr vor Ort waren, jetzt im April oder so, habe ich eine Tonspur selbst eingespielt und eingesungen mit Gitarre. Die habe ich den Kindern auf unserer Website zur Verfügung gestellt, also ganz öffentlich, und habe sie gebeten, hier steht es dann auch nochmal beschrieben, aber ich erzähle es kurz, habe sie gebeten, mir ihre das auf dem Kopfhörer zu hören und sich selbst beim Einsingen aufzunehmen. Und so hatte ich dann so um die 20 Tonspuren, die sieht man hier, habe ich zusammengesetzt in GarageBand und habe dann ein Chorstück daraus gemacht, das wir dann auf die Website konnte ich habe ich es gestellt. Und das war natürlich auch ein emotionaler Moment für die Verabschiedung zum Schulabschluss letztes Jahr. Das wäre so eine Idee, vielleicht eben nochmal mehr dann zu überlegen, was kann ich die Kinder zu Hause machen lassen. Welche Art von Produkte, das hängt natürlich von deren Ausstattung ab und so weiter und so fort. Aber ich möchte sagen, ich glaube, sehr vieles kann man sehr einfach produzieren, wenn man mehr, das kommt, glaube ich, hier auch nochmal als, genau, Mitnahmepunkte, klein und einfach anfangen, vielleicht einfach mal nur Fotos schießen, digital präsentieren, vielleicht ist das schon für einen die erste Übung, um da sich dabei wohlzufühlen. Vielleicht hat man auch mal ein einzelnes Tablet, das man benutzen kann, das man aber mal jemand in einer Einzelarbeit geben kann zur Differenzierung und damit eben anfängt, was sich gut eignet. In Produkten denken und nicht denken, was eben häufig ist, ja, jetzt haben wir die Medien und jetzt können die ganze Zeit Filme gucken oder selbstgesteuert Übungen durchklicken oder so. Ich finde, für uns ist wichtig, dieses selber kreativ sein, selber sich was ausdenken und was Neues produzieren. Um selber vielleicht auch anzufangen, dem eigenen Interesse nachgehen. Worauf hat man selber am meisten Lust? Das soll Spaß machen, sagte ich am Anfang. Und da einfach dann auch auszuprobieren. Das müssen nicht alle das Gleiche machen, meiner Meinung nach, sondern jeder versucht das, was einem Spaß macht und womit man auch sehr gut zurechtkommt. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen eine Schulentwicklung, ein anderer Schulalltag, das Lernen offener zu gestalten, sodass man Raum für anderes und Neues hat. Wenn man im Gleichschritt durch alles durchgehen möchte, dann ist es natürlich schwierig mit so einzelnen kreativen Projekten. Das wollte ich auch noch, wenn man jetzt sagt, ja, das klingt ja alles super, aber bei mir geht das doch nicht. Vielleicht wieder was, es muss kein riesen Server sein, es kann eine kleine Netzwerkfestplatte sein, die kosten nicht so viel Geld, wenn man ein bisschen Vernetzung hat oder selbst wenn man es irgendwie sehr begrenzt mit WLAN macht, kann man da schon was erreichen. Es reichen auch schon ein paar Tablets, es braucht nicht die Vollausstattung, die 1:1 Ausstattung, um sich der Sache zu nähern. Und vielleicht in Projekten in kleineren Gruppen zu arbeiten. Mini-Tipp auch sowas, wenn man vielleicht nur das eigene Tablet hat und denkt, oh, die gucken aber dann auf meine Daten. Es gibt oft so eine Einstellung der Single-App-Modus, dass man also sagen kann, du kannst nur das benutzen, vielleicht nur den Browser oder nur diese Knietsche-App, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann muss man sich auch nicht Sorgen machen, also dass einem die Kinder in die Mails gucken oder so. Und das war's. Keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Ich bräuchte ein Bild, was ich sehen kann. Hallo Alex, zurück von mir. Ich wollte das hochhalten. So. Hallo. Applaus. Applaus. Yeah. Ein kleiner Zwischenapplaus für dich, Alex, Charlene. Dankeschön für die Einblicke in deine Arbeit, für die eindrücklichen Einblicke und nochmal das Plädoyer,
die kleinen Schritte sind es und die nicht großen Netzwerke, die es vielleicht auch werden können. Und gleichzeitig gibt es auch da viele Möglichkeiten, im Kleinen und gemeinsam anzufangen. Und im Chat, das möchte ich gerne auch anregen, weil die Leute offensichtlich mit den Füßen scharren und wollen loslegen. Wir brauchen unbedingt eine Liste von dir mit diesen, mit den Apps, die du empfiehlst. Vielleicht kannst du im Nachgang nochmal so die wichtigsten Apps, die du vielleicht auch genannt hast, das ging jetzt doch etwas schnell für einige, nochmal zusammenstellen. Also ein herzlicher Wunsch von vielen, inklusive mir, ob das geht. Ja, gerne, genau. Gucken wir, wie wir das genau machen. Das meiste sind wirklich Standard-Apps auch, das muss man vielleicht auch sagen. Der Ruf kommt oft, also ich mache das jetzt auch seit 15, 20 Jahren und viele Leute, die anfangen, die sagen immer gleich, ich brauche jetzt aber die Riesenliste von Apps. Meiner Meinung nach braucht man fast gar keine Liste und sehr wenige Apps. Okay. Also auch da sich nicht überfordern lassen, aber gerne reiche ich das nach oder schreibe gleich noch ein paar in den Kommentar. Wunderbar, danke schön. Die vielleicht außergewöhnlicher sind. Dankeschön. Das spricht sehr dafür, mit kleinen Schritten anzufangen und gleichzeitig nochmal der Hinweis auf die Aufzeichnung. Auch da kann man sich dann nochmal die zusätzliche audiovisuelle Unterstützung abholen, um da loslegen zu können. Danke zunächst an dich. Lieber Alex, ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, das hatte ich eben ein bisschen unterschlagen, dass wir in diesem Mentimeter die Möglichkeit haben oder Sie die Möglichkeit haben, eine Frage loszuwerden. Also auch wenn der zweite Impuls gleich folgt, dann können Sie da auch gerne auch noch eine Frage an Alex Jolin loswerden und stellen, vor allem, weil wir im Nachgang noch ein bisschen Zeit uns nehmen, gemeinsam mit den beiden anderen zusammenzukommen. Erstmal Applaus. Von vielen Seiten. Und ich möchte überleiten zu Heike Draber und Michael Redmann. Sie kommen von der, hallo, da sind Sie auch schon, wunderbar, direkt auf die Bühne gekommen. Wie schön, dass Sie da sind, Sie beide. Da geht es, wir sind auch in der Grundschule und ich glaube, wir sind auch tatsächlich in der Grundschule, stimmt das? Sie sitzen ja. Bestimmt. Wir sitzen noch in der Schule. Wir sitzen noch in der Schule. Wunderbar. Dann, wir hören von einer Preisträgerschule aus Süterisch. Ich sage mal Süterisch. Das stimmt gar nicht, was ich sage. Aus Schüttorf und Grundschule Süsteresch. Ah, okay. Genau. Vielen Dank für die Richtigstellung. Da geht es ganz konkret. Was haben Sie da gemacht, dass das mit dem Schulradio so gut läuft? Darum wird es gehen. Ich will gar nicht so viel Vorrede verlieren. Ich wünsche ganz viel Freude dabei. Und da auch nochmal die herzliche Einladung, der Mentimeter-Link, das ist jetzt gerade nochmal reingekommen, der Code dafür und so weiter. Stellen Sie gerne Fragen, wenn die beiden da sind. Und erstmal, die Bühne gehört Ihnen, Sie beide, und viel Spaß damit. Ja, vielen Dank. Wir öffnen dann gerade auch nochmal unsere Präsentation, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, was wir hier machen in Schüttorf. Ja, wir wollen heute unser absolutes digitales Lieblingsprojekt vorstellen, unser eigenes Süsteresch-Radio. Die Idee ist entstanden vor einigen Jahren, als Michelle bei uns an der Schule war und im Rahmen ihrer Examensarbeit über mehr Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern an Schule ihre Arbeit schreiben wollte, und in dem Zusammenhang kam die Idee auf, warum machen wir nicht ein Radio, wo wir die Kinderstimmen einfangen, und aus dieser Grundidee ist unser Radio-Klimperkasten entstanden, und wir sind heute hier an dieser Stelle da, um anderen Mut zu machen, vielleicht diesen Weg auch zu gehen, weil es mit relativ wenig Aufwand einfach ein tolles Projekt ist, was unheimlich viel Leben in Schule reinbringt. Und Michelle würde das jetzt mal, denke ich, erst vorstellen. Und ich halte mich mal zurück. Genau. Also wie gesagt, ich habe das damals im Rahmen meiner Seminararbeit mit Heike Draber zusammen, beziehungsweise sie hatte auch so ein bisschen die Idee, das Ganze durch digitale Unterstützung zu machen. Genau. Und dadurch sind wir dann zum Schulradio gekommen. Wir haben uns vorher, und das muss ich nochmal sagen, das hat mir ganz, ganz viel geholfen, waren wir in Overath, das ist in der Nähe von Köln, ne? An einer Grundschule und haben uns das dort live angesehen. Also wir hatten noch nur die Idee im Kopf und sind dann losgezogen und haben geguckt, wie funktioniert das eigentlich an anderen Schulen, und haben uns da dann erstmal erste Eindrücke geholt, ganz viel mitgeschrieben. Mein Kopf oder unsere Köpfe waren danach voller Ideen. Aber das hat ganz viel geholfen und wir sind ganz klein angefangen. Also die ersten Sendungen waren ganz, ganz
minimalistisch und jetzt werden sie immer größer und ja, immer vom Inhalt immer anspruchsvoller. Genau. Wir haben als erstes ein kleines Hörbeispiel einfach mal mitgebracht. Von dem Wort Police ab und meint das Recht aller Bürgerinnen und Bürger einer Stadt über alle Angelegenheiten mitzuentscheiden. An dieser Stelle würde nun eigentlich ein Politikwitz kommen. Da wir jedoch keine fiesen Witze über die Politik machen wollen, hört ihr nun einen super tollen anderen Witz. Und jetzt ein Interview mit einer sehr berühmten Frau, die sehr wichtig für unsere Grafschaft Bentheim und für das Emsland ist. Sie heißt Daniela de Ridder. Frau de Ridder ist eine Bundestagsabgeordnete und vertritt unsere Region in Berlin. Hört gut zu! So, und jetzt kommen wir zu einem Lied. Und zwar zu unserem ersten Platz. Mit 24 Stimmen hat das Lied Gangnam Style geworden. Insgesamt haben sich 69 Kinder an der Abstimmung über die Musikwünsche beteiligt. So, und jetzt viel Spaß beim Tanzen und Singen. Genau, das waren ein paar Anmoderationen, ja, Übergänge und man hat auch die Jingles gehört, die wir dazwischen immer senden, aus verschiedenen Sendungen. Genau, und da würden dann auch immer im Anschluss Interviews folgen oder ja, Moderation oder andere Texte, die dann halt noch live im Radio gesendet werden. Ganz wichtig ist natürlich, damit Schulradio überhaupt passieren kann, die technische Ausrüstung. Das ist immer das, glaube ich, was Schulen auch interessiert. Was brauchen wir, um Radio zu machen? Ich kann gleich vorwegschieben, es ist nicht besonders viel. Das, was unglaublich wichtig ist, ist eine Sprechanlage mit Lautsprechern in allen Klassenräumen. An niedersächsischen Schulen ist das tatsächlich so. Die meisten Schulen haben eine Sprechanlage. Wenn die vorhanden ist, dann ist es ziemlich einfach. Man braucht ein Mischpult, um über das Mikro dann letztendlich in die Klassenräume zu strahlen und um das Laptop anzuschließen. Und man braucht halt Kabellage, um das Mischpult mit der Sprechanlage zu verbinden. Wir brauchen 2 bis 4 Aufnahmegeräte, um Interviews durchzuführen. Die Kinder ziehen also dann, wenn sie genau den Plan haben, wie die Radiosendung aufgebaut sein soll, mit ihren Aufnahmegeräten los und interviewen wichtige Personen in Schule, in Umfeld. Das kann der Bürgermeister sein, der Feuerwehrmann, der Polizist. Wir brauchen einen Laptop oder einen PC im Senderaum, damit die Kinder Technik und Schnitt durchführen können. Und wir arbeiten mit einem kostenlosen Programm, das nennt sich Audacity. Das kann man zum Schneiden der Sendung kostenlos aus dem Internet runterziehen. Und die Kinder können damit auch zum Beispiel Beiträge mit Geräuschen und Tönen unterlegen. Und man braucht in etwa 3 Mikrofone und gegebenenfalls Kopfhörer dann für die Live-Übertragung, die bei uns an der Schule einmal in der Woche stattfinden. Das Redaktionsteam besteht aus 14 Kindern der Klassen 1 und 4. Die Kinder bewerben sich freiwillig, wenn die in dieses Hauptteam rein möchten und erklären sich dann bereit, für ein Jahr in der Radio AG mitzuarbeiten. Die AG trifft sich immer einmal am Montagnachmittag von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr. Das ist die Kernzeit und in dieser Zeit gestalten die Kinder eine komplette Sendung, die immer mittwochs morgens punkt 10 Uhr während der Frühstückspause in der ganzen Schule gesendet wird, auch mit auf den Schulhof raus, dass auch die Nachbarn schön mithören können. Die Kinder senden über die Sprechanlage der Schule. Das läuft dann über unseren Technikraum. Wir zeigen gleich noch Bilder, wie das aussieht.
Da haben wir die Kinder in einer Redaktionssitzung, da werden Themen besprochen, da wird abgestimmt, was soll der Inhalt der nächsten Sendung sein, womit wollen wir uns beschäftigen, was ist gerade wichtig am Sister Ash. Ablauf der AG erzählt Michelle gerade. Genau, also in der AG-Zeit, wo wir uns dann mit den Kindern treffen, allererstes ein Chef vom Dienst, ein CVD, gewählt. Der leitet und moderiert die Sitzung, er verteilt die Aufgaben an die anderen Teammitglieder, er plant und verschriftlicht dann im Anschluss den Sendeablauf für alle Teilnehmer. Genau, dann wird ein Thema gefunden, ein Überthema für die Sendung. Das wird immer abgestimmt, also es werden Vorschläge gemacht und dann kommt es zur Abstimmung. Der CVD verteilt dann die Aufgaben. Also wer möchte recherchieren zum Hauptthema, wer möchte eine Umfrage gestalten, wer möchte ein Interview führen. Das wird dann genau verteilt und im Anschluss ausgeführt. Dann geht es in die Gruppenarbeit. Die Kinder recherchieren an unseren Schul-PCs, am iPad. Genau, die Texte müssen geschrieben werden, sie müssen überarbeitet werden. Dann kommt die Technik und der Schnitt. Die Kinder sitzen dann selbstständig am PC und arbeiten halt mit dem Programm Audacity, womit sie dann ihre Aufnahmen schneiden können. Es gibt auch immer eine Generalprobe am Ende der AG-Zeit. Die wird auch geleitet durch den Chef vom Dienst. Also wir als Lehrpersonen sind immer dabei, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass wir uns ganz, ganz konkret zurückziehen können und nur in Fällen, wenn jetzt wirklich ein Thema gewählt wird, wo wir sagen, oh, nee, das macht gar keinen Sinn. Wir haben hier zur Strukturierung für die Kinder immer ein festes Formular, das quasi mit als Einstieg dient, wo die Kinder Themenvorschläge sammeln können, aber zum Beispiel auch Kinder in der Schule, die eben nicht unmittelbar in der AG sind, Vorschläge für Sendethemen, die sie interessieren würden, einreichen können. Als Kommunikationsmittel dient ein Radio-Klimperkasten-Briefkasten, der hier in der Schule steht. Das ist so das Kommunikationsmittel, worüber auch die anderen Schüler Einfluss nehmen können. Und auf der rechten Seite sieht man Radio-Klimperkasten. Da wird immer genau notiert, wer ist der Chef vom Dienst. Das möchten natürlich auch immer alle gerne sein. Und damit das gerecht ist, geht das auch relativ, wird erst wieder jemand das zweite Mal Chef vom Dienst, wenn jeder mal gewesen ist. Und da haben wir immer schon eine Struktur vorgegeben, damit die Kinder in diesen anderthalb Stunden auch zielgerichtet arbeiten können. Und der Chef von Dienst organisiert dann, wer welchen Bereich für die nächste Sendung übernimmt. Das wird da dann notiert und dann gehen die Kinder in die Gruppenarbeit. Hier sieht man einmal ein Mädchen, was gerade an einem unserer Schullaptops sitzt und die Sendung schneidet oder ihren Beitrag zumindest fertig macht mit Audacity. Wird dann immer einmal visualisiert und hängt so dann im Radioraum, wo dann am Mittwoch die Sendung gesendet wird. So hat man einen schönen Ablaufsplan. Und auf dem Foto sieht man vielleicht auch noch sehr schön, dass die Kinder sich immer entsprechend der Reihenfolge der Beiträge auch positionieren. Genau. Also wichtig vielleicht nochmal zum Verständnis, es gibt immer Teilbereiche aus der Sendung, die vom Laptop abgespielt werden. Aber es gibt auch viele Bereiche, die dann live gesendet werden. Also die Begrüßung zum Beispiel ist live, aber wenn wir dann ein Interview vorher aufgenommen haben, das wird dann vom Laptop an der Stelle abgespielt. Mal zum Verständnis. Wir haben also feste Bausteine mit den Kindern für eine Sendung implementiert, die sich eigentlich immer wiederholen. Es ist immer eine Reportage zum Hauptthema, das ist auch oft dann Internetrecherche, Thema Politik, dann was ist Politik, was bedeutet Politik in Deutschland, da gibt es dann ein Team, das dazu recherchiert und einen Beitrag verfasst. Wir haben immer Umfragen und Schülerinterviews zum Thema, wo halt zum Thema Politik, was ist Demokratie, gibt es überhaupt Demokratie am Sister Ash, wo Kinder Stimmen von anderen Mitschülern einfangen, die dann ausgestrahlt werden. News, was ist gerade an der Schule, was ist das Besondere der Woche, den Wettbosch, der herausfindet, wie das Wetter in den nächsten sein wird.
Woche, außer halt ein Witz über Politik. Immer ein Hit der Woche, da stimmt die ganze Schule ab, welche Musik gespielt werden soll in der Sendung. Der Woche, da werden andere Kinder live ins Radiostudio geholt und können gegeneinander einen Quiz spielen. Wir haben Experteninterviews live, entweder im Tonstudio oder halt Ausstrahlung eines aufgezeichneten. Und dann gibt es immer noch natürlich ganz wichtig für unsere Grundschüler die Freizeittipps, was ist am Wochenende in Schüttorf los und was können wir. Ganz wichtig für Radio Klimperkasten stehen halt die Kinder im Mittelpunkt. Das heißt, sie entscheiden, was sie produzieren. Also wir Erwachsene, wir begleiten nur, aber im Grunde entscheiden die Kinder über die Themen. Alle Kinder können mitmachen. Nämlich einmal, indem sie entweder direkt halt in der, indem sie halt direkt in der AG sind und zum anderen darüber, dass sie über Briefkästen Musik und Themenwünsche mitentscheiden, Sendekritik halt, Sendekritik äußern, Umfragen gestalten oder halt an Quizbeiträgen teilnehmen. Auch sind immer andere Kinder aus anderen Klassen erwünscht, die Gastbeiträge halten, zum Beispiel eine Geschichte vorlesen, die sie toll finden, ein Hörspiel, das sie produziert haben, beitragen oder live im Radio singen. Also für uns eine ganz wichtige Form der Mitbestimmung, halt interaktional, die Kinder können sich einbringen und die erfahren die Mitwirkung als Lohn, das ist sinnbetont, weil sie sich wirklich mit den Dingen befassen, die ihnen wichtig sind und das in Schule reintragen und auch Dinge, die hier passieren, diskutieren. Und wir können vor allen Dingen Mitbestimmung hier in Schule üben und trainieren. Aus links sieht man den Klimperkasten, Briefkasten, der Ansturm nach der Sendung, Sendekritik wird eingeworfen. Neue Musikwünsche werden geäußert und rechts sieht man Nora dabei, wie sie den Kasten auswertet. Wir haben halt viele außerschulische Lernorte, die Kinder lernen es, Fragen an die Welt zu stellen, die suchen außerhalb der Schule nach Antworten. Ich glaube, das ist im Grunde alles, was unsere Schüler interessiert. Interview mit Bürgermeister, mit Bundestagsabgeordneten. Wir hatten schon Fußballprofis hier in der Schule, aber auch Reportagen über Feuerwehrleute am Ort oder wir haben auch schon Besuche in richtigen Studios organisiert. Das Radio holt für uns die Außenwelt halt in die Schule rein. Sieht man Bilder, da haben wir den Notarzt vom Rettungshubschrauber interviewt, sind da hingefahren, haben uns das vor Ort angeguckt oder rechts halt ein Gespräch mit dem hiesigen Feuerwehrmann geführt und dann darüber eine Sendung gestaltet. Genau, dort waren wir bei KISS FM in Berlin, war das tatsächlich. Da haben wir uns dort ein Profi-Studio angeschaut. Wir haben auch natürlich Experten in der Schule und die Gelegenheit nehmen wir immer mit, da dann Interviews zu führen. Das ist für uns ganz wichtig und für die Kinder auch eine wichtige Erfahrung. Da haben wir dann Frau de Ridder besucht im Bundestag. Das Mikro ist immer an Bord und wir nehmen mit, was wir kriegen können. Genau. Wichtig noch als Hinweis, es gibt halt gerade für Lehrkräfte viele Möglichkeiten der Fortbildung. Einmal über www.schulinternetradio.org. Das sind die aktuellen Angebote aufgelistet für Lehrkräfte an niedersächsischen Schulen. Schüttorf liegt in Niedersachsen. Über N21 gibt es zahlreiche kostenlose Fortbildungen zum Thema Schulinternetradio, Streaming, MP3 und Co., Leitfaden, Hard- und Software. Man kann sich die Fortbilder auch in die Schule einladen und das Team, also Lehrerkollegen und Kinder gemeinsam werden fortgebildet, was wir auch hier in der Schule genutzt haben, wodurch so viele Eckpunkte einer Planung für uns deutlich und klar wurden. Und das wäre es soweit von uns, also auf die Schnelle. Stellvertretend für viele andere, auch an Sie, einen herzlichen Applaus und herzlichen Dank.
dass Sie uns Einblick gegeben haben. Dankeschön auch, dass Sie es so konkret am Ende gemacht haben, wo man jetzt anfangen kann. Ich würde gerne nochmal in die Fragen schauen. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, die verbleibende Zeit, um die Fragen zu beantworten. Gerne auch gemeinsam mit Alex Choylin und Sandra Wille. Sandra Wille hat die Mentimeter und die Chatfragen im Blick gehabt. Und da würde ich gerne noch die letzten Minuten nutzen dafür. Aber erstmal hier nochmal ein. So, das geht digital tatsächlich nicht besonders gut. Aber genau, ganz lieben Dank. So, dann hole ich mal auf die Bühne. Alex Choylin und Sandra Wille. Gucken wir uns mal an, was es für Fragen gegeben hat und treten noch ein bisschen in den Austausch miteinander. Ich glaube, ich stelle mal direkt die Frage nach diesen Gebühren, also GEMA-Gebühren und so weiter. Da gab es, also es gab auch schon im Chat, das haben Sie jetzt natürlich nicht so richtig nachvollziehen können, glaube ich, aber das ist ja auch gar nicht Sinn, sondern zu sagen, okay, es gibt natürlich auch Musik, die man unter verschiedenen Lizenzbedingungen so nutzen kann, freie lizenzierte Musik, aber vielleicht auch nicht. Wie machen Sie das in Ihrer Schule? Es ist so, dadurch, dass wir nur schulintern senden und nicht über Internet rausgehen, fallen keine GEMA-Gebühren an. In dem Moment, wo wir das öffentlich stellen würden, hätten wir tatsächlich ein rechtliches Problem. Aber wir machen Radio für unsere eigene Schule und in diesem Mikrokosmos ist das überhaupt kein Problem. Kostenlos sozusagen. Genau. Das ist doch eine schöne Antwort, finde ich. Oder? Das ist nämlich... Wenn ich auf die Fragen gucke, gibt es so drei Bereiche und das Rechtliche ist wirklich ein Bereich, dass die Frage nach dem Datenschutz gestellt ist und. Mhm. Und ein anderes Fragencluster wäre die, ob die Apps im Großen und Ganzen selbsterklärend sind. Ich glaube, da geht es so ein bisschen in Richtung die eigene Scheu überwinden, mit den Apps zu arbeiten und kann ich mir das zutrauen? Und wie macht ihr den Kindern die Apps vertraut? Ja, also ihr habt jetzt gesprochen sozusagen, wie ihr sie einsetzt, aber wie ist der Weg mit den Kindern zu den Apps? Das würde ich so als die drei Fragenkomplexe, die sich abgebildet haben, in Mentimeter beschreiben. Wer möchte anfangen? Wer möchte die Datenschutzfrage klären? Also Datenschutzfrage insofern, dadurch, dass es halt hier hausintern ist, ist es überhaupt kein Problem. Natürlich, wenn wir jetzt Persönlichkeiten interviewen, dann wissen die immer, warum wir sie interviewen und dass das Ziel ist, halt dieses Interview hier in der Schule auszuschalten. Auch das ist datenschutzrechtlich völlig unproblematisch. Erst in dem Moment, wenn man wirklich über eine Veröffentlichung nachdenkt oder zum Beispiel eine Veröffentlichung über einen Podcast, über die Website, dann muss man schon aufpassen und ist auch gegebenenfalls GEMA-gebührenpflichtig. Aber alles, was wir veröffentlichen, da sehen wir halt immer zu, dass wir halt frei zugängliche Jingles oder Musik verwenden dürfen. Da achten wir schon drauf, ja. Und jetzt mit die Apps, das war wahrscheinlich keine Frage an uns. Wie vertraut man? Ich meine, wir könnten jetzt sagen, wie wir das hier machen, aber ich glaube, der Alex hat da viel bessere Ideen. Ach so, trifft euch ja wahrscheinlich genauso. Ne? Im Allgemeinen würde ich immer antworten, die Kinder haben kein Problem damit. Ich glaube, die Sorge ist immer viel größer, was da alles nicht geht. Den Kindern gibt man das und zum einen lässt man sie ausprobieren. Ich bin da auch immer ein bisschen brutal, das irritiert manchmal die Kolleginnen, gerade jetzt auch, wenn es um sowas, also ein iPad Keynote, aber das Präsentationsprogramm, ne? Ich gebe dann einfach die Aufgabe und die ist bitte, ich möchte von euch eine Präsentation mit 3 Folien und Bildern und Text. Und viel mehr sage ich dann auch gar nicht, sondern dann gehört das für mich zum Teil der Aufgabe, das so ein bisschen rauszukriegen. Und wenn das ein Kind weiß, vielleicht gebe ich natürlich gerne dann auch Tipps, aber mal einzelnen Kindern und dann spricht sich das sofort rum und dann können die das und dann mal Übergänge und sonstige Sachen, da überraschen sie sich dann gegenseitig mit. Also so, und jetzt Audacity, klar, das ist jetzt die Open-Source-Variante, sag ich mal, tolles Programm, wie gesagt, an einem PC ist alles nochmal ein bisschen komplexer, als wenn man das jetzt vielleicht in der App hat, wie GarageBand, aber trotzdem völlig machbar und
eine gute Sache. Ne? Und ich glaube, wenn man in meine Liste guckt, das vielleicht als letztes, das sind jetzt wirklich kaum Apps gewesen. Ne? Also es war wirklich Textverarbeitung, Präsentationsprogramm und dann, ich habe Videoschnitt jetzt ja eigentlich nicht mal drin gehabt, weil jetzt habe ich das gemacht. Aber das sind eigentlich so die Basiswerkzeuge, mit denen man fast alles machen kann, zumindest zum Starten. Es war eine Frage konkret nach der App vom SWR, die Sie vorgestellt haben. Das steht vielleicht schon im Chat, vielleicht könnten Sie es hier nochmal wiederholen, weil der Chat nicht mit aufgenommen wird, auch in die Aufzeichnung. Genau, die heißt Knietsche und das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt auch. K-N-I-E-T-Z-S-C-H-E, also wie Nietzsche, weil es gibt auch so ein bisschen so ein Bildungsprogramm dazu, wo das ist so der kleine Philosoph, deshalb, ich glaube, Planet Wissen oder so ist da auch die Homepage dazu. Jetzt erschließt sich das auch. Vielen Dank für den Hinweis. Wunderbar. Vielleicht noch abschließend das zum Mitnehmen des Kollegiums. Welche Tipps würden Sie da vielleicht am Ende noch geben? Jetzt digital affin, sondern an das gesamte Kollegium denken, Sie damit einzubinden. Vielleicht Frau Draber? Ja, also ich glaube, es ist immer wichtig, dass Menschen da sind, die vorreiten und die machen. So, und wenn die Kollegen dann sehen, hey, das läuft und das kommt bei den Kindern an und es entsteht so ganz viel Energie dadurch, dann sind auch automatisch ganz viele Kollegen Feuer und Flamme. Also so war das bei uns. Wir sind halt, also Michelle hatte die Idee, wir haben uns vor Ort an einer anderen Schule so ein Schulradio angeschaut, sind bei einer AG-Sitzung dabei gewesen, haben gesehen, wie einfach das eigentlich ist, haben das hier in unser Gremium reingetragen. Die ersten Kollegen haben gesagt, hey, super, macht mal einfach und wir gucken mal. Und mittlerweile kennt sich eigentlich fast jeder Kollege mit den Programmen aus, mit den Möglichkeiten aus. Audacity wird bei uns auch zur Hörspielproduktion benutzt, wenn wir an Wettbewerben teilnehmen, Hörwurmwettbewerb. Also das ist letztendlich so von Mund zu Ohr und da sind zwei, drei Kollegen, die haben Multiplikatorenfaktor und dann geht das wie so eine Welle übers Kollegium, weil man einfach alle spüren, wie sehr die Kinder sich damit identifizieren und wie wichtig das Radio für unsere Schüler ist. Vielen Dank. Also und natürlich Fortbildung reinholen. Ne? Also wir holen dann N4, wir holen die hier rein, die Experten, und dann können Kollegen sich eintragen und sagen, hey, das interessiert mich auch, da möchte ich rein. Und dann kann man eine Sitzung mit Profis zusammengestalten. Das vielleicht auch nochmal das Plädoyer dafür, dass man das nicht alleine alles stemmen muss, auch als Schule nicht, im Gegenteil, dass man das auch gar nicht alles wissen kann, wie auch, sondern sich da auch mit vereinten Kräften, Sie sprachen davon, das auch mit aufzugreifen. Ich glaube, wir sind mit den Fragen soweit, wenn ich Sandra anschaue, soweit durch. Das war ja auch in gebündelter Form. Vielen Dank an die Beteiligung, den Fragen. Danke an dich, Sandra, fürs Zuschalten aus der Hauptzentrale der DSA, der Deutschen Schulakademie. Sehr Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Und dann vielleicht kommen wir schon langsam zum Schluss, dass ich gern nochmal darauf hinweisen will, dass wir im Mentimeter noch eine kleine Frage zum Abschluss haben, die wir nochmal auf uns wirken lassen wollen. Da wollen wir nochmal fragen, okay, was gibt's denn jetzt noch, sagen wir mal, gerne, was man gern noch hören möchte, was man gern noch sehen möchte, was es gern noch gibt? Das ist sozusagen die letzte Frage, die Sie auch gerne noch so parallel zu dem, dass wir jetzt so ein bisschen noch plaudern und den Abschluss einläuten. Nehmen Sie gerne teil noch, damit wir auch sehen können, wo sind so die Bedarfe und so weiter. Wie gesagt, es wurde aufgezeichnet und wird noch aufgezeichnet. Gleich ist es beendet. Und viel wird im Nachgang zur Verfügung gestellt, aber durchaus auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, dass wir uns das nochmal im Nachgang anschauen. Alex, möchtest du noch was loswerden? Möchtest du gerne noch was teilen mit uns? Was nimmst du mit? Was möchtest du teilen noch am Ende? Nehme ich mit. Ich sortiere schon meine Gedanken. Mir geht das ein bisschen nach zurecht, dass der eine Herr auch in dieser Vorstellungsrunde gesagt hat, ja, aber was ist jetzt mit dem Fernunterricht? Und da so als Impuls fällt nur ein, auch gerade wenn ich Fortbildung mache, jetzt auch gerade viel zu Learning-Management-Systemen, nicht warten. Ne? Jetzt die Sachen üben, auch mit den Kindern einüben,
gucken, wie geht sowas, Dateien austauschen. Klar, gerade sind so ein bisschen andere Sachen wichtig. Gerade ist wichtig, wie organisiere ich mich, wie kann ich Aufgaben abrufen und die wieder einstellen. Das jetzt machen, solange die Schulen noch geöffnet sind und solche Sachen einfach üben und nicht rausschieben. Und sowieso mit dem Digitalen nicht irgendwie denken, ja, das macht jemand anders oder das machen wir irgendwann, sondern ganz im Kleinen versuchen, das in den Schulalltag, in die Zusammenarbeit auch vor allem im Kollegium mit reinzubringen. Ich vorhin schon gesagt, nicht immer nur so an Unterricht zu denken und die Kinder müssen das jetzt lernen, sondern wir müssen damit umgehen und damit natürlich auch ein gutes Vorbild sein. Und am Beispiel sieht man auch, guck mal, so arbeiten die zusammen und dann lernen und können das die SchülerInnen auch. Vielen Dank an dich. Dann hole ich nochmal auf die Bühne Frau Trauber und Frau Redmann. Was nehmen Sie denn mit oder möchten Sie noch was loswerden am Ende? Sie zwei. Ja, also ich finde nochmal wichtig zu sagen, dass das halt wirklich durchs Kollegium getragen wird. Also das, was Heike eben auch schon gesagt hat, bei uns an der Schule, finde ich, sieht man das immer wieder ganz gut. Wenn einer eine Idee hatte, also ich habe damals auch gedacht, oh Gott, jetzt ist ein Schulrat, das war so ein Riesenwort und so ein Riesenprojekt, wie wollen wir das nur hinbekommen? Und dann habe ich aber ganz schnell, ich war ja auch noch ganz jung und ganz unerfahren, sage ich mal, dann habe ich ganz schnell gemerkt, ich werde hier aufgefangen und ich werde hier unterstützt von allen Seiten. Und so haben wir das dann alle zusammen hinbekommen. Und ich glaube, das ist nicht nur in der medialen Sache so, sondern generell Schule lebt durch ein starkes Team und dadurch, dass alle Hand in Hand arbeiten und alles irgendwie auch weitergegeben wird. Und ja, ich glaube, das ist bei den Medien auch ganz, ganz wichtig, dass das so gemacht wird. Genau, es sind einmal die Synergieeffekte. Das ist der eine Punkt. Für mich ist auch immer spannend die Frage der Finanzierung, also Schulradio, das Equipment. Das ist jetzt nicht, wer weiß, wie Geld, viel Geld, man braucht aber auch immer Geld. Es lohnt sich immer, bestimmte Wirtschaftsverbände anzuzapfen, ein Konzept zu schreiben, Banken anzuschreiben, über ein Crowdfunding aktiv zu werden, um so ein Projekt zu finanzieren. Das nochmal vielleicht für mich zum Abschluss als Tipp. Und ich würde da gerne vielen Mut machen, das einfach zu probieren. Genau. Wunderbar. Ich muss jetzt leider noch abmoderieren. Eigentlich wäre es das perfekte Schlusswort gewesen, Frau Traber, aber ich kann es Ihnen leider nicht geben. Insofern erstmal den herzlichen Dank an Sie, alle drei, für Ihre Impulse, für Ihre Arbeit an sich, für Ihr Engagement und dass Sie das mit uns so warmherzig teilen. Wir sind da sehr dankbar für. Dankeschön. Und jetzt möchte ich auf das weitere Programm verweisen. Ich bedanke mich ebenfalls für Ihre rege Teilnahme, das Fragenstellen, das Mitdenken, das Mitmachen. Ich möchte auf den weiteren Tag verweisen. Wir haben noch zwei Webinare über die Deutsche Schulakademie-Seite. Finden Sie das komplette Programm. Und ich gehe davon aus, dass vieles an interessanten Impulsen auch Sie noch stillen werden, Ihren Wissensdurst, den Sie sicherlich haben und die Fragen, die Sie vielleicht auch haben. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist ja sozusagen jetzt nur der Auftakt gewesen. Es folgt die Frage zu gleich fast im Anschluss 16 Uhr, welche Didaktik braucht ein zeitgemäßer Unterricht? Und dann beschäftigen wir uns nochmal 18 Uhr mit dem selbstgesteuerten Lernen. Das vielleicht als kleiner Vorgeschmack. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich möchte mich erstmal bedanken für Sie, an Sie. Es gibt gleich noch einen Link. Es ist natürlich wahnsinnig wertvoll für uns zu erfahren, ein Feedback von Ihnen zu bekommen, wie Sie diesen Webinar gefunden haben, wie Sie die Themenwoche empfinden. Das ist auch ganz, ganz kurz, dieses Feedback. Und da auch nochmal uns eine Rückmeldung zu geben. Das vielleicht an der Stelle. Ich lasse es auch noch ein bisschen. Es wird im Chat gleich erscheinen.